Hallo, heute interviewen wir Michaela Mallinger von der WAG Assistenzgenossenschaft. Danke, Michi, dass du für das Interview zur Verfügung stehst. Möchtest du uns gleich erzählen, was die WAG so macht? Die WAG Assistenzgenossenschaft organisiert persönliche Assistenz für Menschen mit Behinderungen. Also wir sind der Arbeitgeber für sehr viele persönliche Assistentinnen in Wien, Niederösterreich und im Burgenland. Und die persönlichen Assistentinnen arbeiten bei 1 bis 2 Personen mit Behinderung, die sie eben dann im Alltag unterstützen und in der Arbeit. Und ich bin die Öffentlichkeitsarbeiterin in der WAG. Also ich betreue die Webseite, organisiere Veranstaltungen, mach interne Kommunikation, Pressearbeit, alles Mögliche, was so dazu gehört. Ah ja, danke. Und möchtest du dich auch kurz vorstellen? Ja, ich bin 50 Jahre alt, lebe eigentlich in Oberösterreich und arbeite hauptsächlich im Homeoffice, komme einmal in der Woche circa nach Wien, eben in die Arbeit. Und genau, ich habe eine Sehbehinderung von Geburt an und habe ursprünglich Kulturanthropologie studiert und nach der Uni dann auch eine Journalismusausbildung gemacht und bin so eben dann zur Öffentlichkeitsarbeit gekommen. Habe eine Zeit lang selbstständig in einem Verein gearbeitet und habe Behindertenprojekte gemacht und bin jetzt aber eben schon ja, über 10 Jahre bei der WAG. Ah ja, super. Und wenn du zum Beispiel jetzt die Website von der WAG aktualisierst, was verwendest du da oder verwendest du irgendwelche Hilfsmittel oder wie funktioniert das normalerweise? Ich arbeite mit einem Vergrößerungsprogramm und einer Sprachausgabe, also mit Fusion. Das ist eine Kombination eben aus diesen beiden Dingen und habe auch eine Braillezeile, die ich halt hauptsächlich zum Korrigieren verwende. Ja, am Handy arbeite ich mit Sprachausgabe, also mit VoiceOver. Und ja, also ich brauche, also ohne diese technischen Hilfsmittel könnte ich gar nicht arbeiten. Also zumindest nicht das, was ich jetzt mache. Und mich begleiten eigentlich technische Hilfsmittel schon seit meiner Schulzeit an. Damals waren es halt noch uralte, spezielle Computergeräte, also für blinde Menschen, genau. Und jetzt ist es eben hauptsächlich Software. Kannst du uns was zeigen, was du, wenn du am Computer arbeitest, wie das ausschaut und wie das funktioniert? Also ich stelle zum Beispiel also für unsere Webseite neue Stellenangebote online. Das ist in einem Content-Management-System im WordPress. Das ist relativ gut benutzbar, also auch im Backend. Da zeige ich mal kurz her, wie man das macht. Also wir haben da eben so eine Plattform eben mit Stellenangeboten. Dann mache ich das mit meistens jetzt das Menü, also mit der Vergrößerung. Und dann, genau, Stellenangebote hinzufügen, hat er jetzt gerade gesagt. Dann wechsle ich auf das Word und markiere alles und suche das Eingabefeld. Da ist er jetzt auf das Eingabefeld gesprungen, da kopiere ich dann alles rein. Also da muss man eben Arbeitsort, Arbeitszeit und dann muss ich eben im Eingabefeld selber muss ich die Überschriften dann markieren. Das ist auch zum Beispiel was, was man sich für die Barrierefreiheit ganz gut merken kann, dass eben ein formatierter Text immer besser ist als ein unformatierter. Das heißt, du verwendest eine Kombination aus Vergrößerung und Sprachausgabe. Und obwohl es so wahnsinnig schnell geht und ich davon kaum was verstehe, kannst du damit super arbeiten, weil du es einfach gewöhnt bist? Ja, genau. Genau, also ich verlasse mich eigentlich hauptsächlich aufs Hören, aber eben so die Orientierung am Bildschirm selber, die mache ich schon visuell, weil ich da einfach schneller bin. Mhm. Also wenn ich mir jetzt jedes Mal zum Beispiel die ganzen Links vorlesen lassen müsste, das braucht halt länger, als wenn ich jetzt schon weiß, wo das ungefähr ist, links oben oder so, dann bin ich da einfach flotter, wenn ich das mit der Vergrößerung mache, genau. Und was stört dich am meisten, wenn du dich im Internet bewegst? Was gibt es da für Probleme, denen du da begegnest? Digitale Barrieren? Also schwierig sind
Website, die mit Werbungen gespickt sind, also unterbrochen halt, weil da einfach die Sprachausgabe dann immer zur Werbung springt und dann die Werbung, also als irgendwelche Nummern oder unverständliche Dinge vorliest und ich dann nicht mehr im Text weiterkomme, oder auch PDFs, die nicht barrierefrei sind, also die halt sehr grafisch gestaltet sind und dann auch mein Screen wieder gar nicht draufkommt, dass das eigentlich ein Text sein sollte, und normalerweise macht er das automatisch, dass er dann Texte erkennt, aber da sagt er meistens nur den Dateinamen und dann ist Schluss. Also wenn ich zum Beispiel solche Angebote bekomme in der Öffentlichkeitsarbeit, ist das ganz schwierig. Da kann ich sie dann auch nachfordern, aber auf Websites ist es halt wirklich blöd, weil da kann man das eigentlich nicht, ja, da habe ich keine Alternative dann. Ja. Vor uns liegt dein Blindenführhund, dein Assistenzhund. Wie lange hast du den schon und wie funktioniert das mit ihm? Den Führhund habe ich jetzt seit knapp, also noch nicht ganz ein Jahr, und er hat es, glaube ich, gerade lustig. Er mag Teppiche, ich weiß nicht genau warum. Es ist super, weil, also gerade in Wien, wo eben viele Menschen sind, führt er mich da durch die Mengen, und wenn ich aussteige zum Beispiel aus dem Zug, zeigt er mir den Lift. Also ich muss ihm mal sagen, wo ich hin will, aber ich sage ihm zum Beispiel, such den Lift, und er sucht den Lift. Und jetzt macht er Platz, der Buddy. Platz, Platz, leg dich hin, leg dich hin. Super, danke. Und gibt es noch irgendwas anderes, was du erzählen möchtest über digitale Barrieren oder über digitale Barrierefreiheit, was die Leute so interessieren könnte? Naja, grundsätzlich einfach, dass es unglaublich wichtig ist für blinde Menschen, dass Websites oder Technologien überhaupt barrierefrei gemacht werden. Also dass man einfach von Anfang an dran denkt, weil für uns ist das halt wirklich der Schlüssel eigentlich zu vielen Dingen. Also zum Beispiel am Handy benutze ich das Navi oder ja, also ich brauche mir halt viele Dinge gar nicht mehr vorher genau so genau anschauen oder Hörbücher oder alles Mögliche, ja. Also einfach, dass man wirklich halt dran denkt, dass man die Sachen von Anfang an so gestaltet, dass sie eben mit Ohren oder Tastsinn wahrnehmbar sind. Ja, das ist einfach ganz wichtig, weil wenn man das nicht macht, dann schließt man eben Menschen mit Sehbehinderungen definitiv aus und ja, kann dann gerade im Alter auch viele Menschen treffen, die das nicht so im Auge hatten, wenn man das jetzt mal so sagen darf, ganz bildlich. Okay, super, danke schön. Danke für das Interview.